Hallo und willkommen zu meinem neuen Video. Hier in diesem Video will ich mir mal seit langem wieder mal eine Überwachungskamera mit euch anschauen. Und zwar eine Überwachungskamera des Herstellers Forcam. Hierbei handelt es sich um die neue Überwachungskamera B4. Übrigens, diese Kamera wurde mir netterweise vom Shop incovideo.de zum Testen und Ausprobieren zur Verfügung gestellt. Link zu dieser Kamera natürlich wie immer unten in der Videobeschreibung. Währenddessen wir zum Lieferumfang kommen, hier gleich einige Highlights der Kamera. Hierbei handelt es sich um eine hochauflösende 2K-Videokamera, die bei Tag sowie auch bei Nacht arbeiten kann. Besonderheit dieser Kamera, sie hat eine PIR-Erkennung, die auch speziell Menschen erkennen kann und somit auch den Unterschied zwischen Menschen und Objekten feststellen kann. Das minimiert natürlich die Fehlalarme. Die Kamera hat einen Blickwinkel von fast 360 Grad und Besonderheit, diese Kamera hat eine Solarbatterie, die auch über ein Solarpanel dann dementsprechend aufgeladen werden kann. Eine Besonderheit dieser Kamera, sie verfügt nicht nur über Nachtsicht, sondern auch über Nachtsicht in Farbe. Das heißt, wir haben hier auch Standard Spotlight verbaut und können somit auch die Umgebung beleuchten. Die Kamera verfügt natürlich auch über ein Zwei-Wege-Audio mit integriertem Mikrofon. So können wir natürlich auch mit der Gegenstelle kommunizieren. So, hier seht ihr jetzt den ausgepackten Lieferumfang vor euch. Wie ihr seht, die Kamera ist natürlich für den Außeneinsatz hauptsächlich vorgesehen und zwar hauptsächlich für den Außeneinsatz an Stellen, wo eigentlich keine Stromversorgung verfügbar ist. Wichtig, diese Kamera kommuniziert allerdings über WLAN, was also bedeutet, am Installationsstandort sollte natürlich dementsprechend ein starkes WLAN-Signal verfügbar sein. Die Kamera ist natürlich auch IP65 zertifiziert, dementsprechend natürlich auch für den härteren Außeneinsatz gedacht. Und wichtig, wir können die Kamera auch mit diversen Assistenzsystemen, wie zum Beispiel Google oder Amazon Alexa, ansteuern und nutzen. Des Weiteren kann natürlich die Kamera auch intern aufzeichnen. Hierfür will ich auch gleich mal die Kamera dafür vorbereiten. Dafür öffnen wir einfach mal die Kamera hier oben an dieser Kunststoffabdeckung, sage ich einfach mal. Und hier seht ihr die wichtigsten Elemente. Das heißt, wie ihr seht, haben wir hier einen DC 5 Volt Anschluss. Das heißt, dieser Anschluss ist eigentlich für die Stromversorgung gedacht. Diese Stromversorgung ist nicht im Lieferumfang enthalten. Wir haben zwar hier ein ganz normales USB auf USB-C oder USB-A auf USB-C Kabel. Dieses kann zum Beispiel für die Stromversorgung genutzt werden, aber in der Regel wird ja die Kamera hier über das Solarpanel mit Strom versorgt. Allerdings sollte der Akku erschöpft sein, könnt ihr sie somit natürlich auch aufladen und nutzen. Um jetzt die Kamera zu nutzen, lege ich hier als erstes gleich mal eine SD-Karte ein. Das empfehle ich natürlich auch im Vorfeld hier zu tun. So müssen wir dann nicht mehr an die Kamera ran, denn wir wollen sie jetzt auch gleich einschalten. Also nehmt euch einfach eine Micro-SD-Karte, achtet darauf, dass es nicht gerade die langsamste ist. Es sollte schon eine relativ schnelle SD-Karte sein. Ich empfehle mindestens U1 und wir können hier bis zu 256 GB Karten einlegen. Die Karte legen wir hier in den Kartenschlitz einfach ein und schieben sie vorsichtig bis zum Einrasten in die Kamera ein. Somit ist eigentlich die Kamera schon startklar. Wichtig, die Kamera kommt in der Regel im aufgeladenen Zustand zu euch oder teilaufgeladenen Zustand zu euch. Das heißt, die Einrichtung könntet ihr jetzt eigentlich auch ohne Stromanschluss durchführen. Sollte der Akku erschöpft sein, könnt ihr natürlich die Kamera auch, wie gesagt, hier mit dem mitgelieferten Adapterkabel anschließen. Hierfür nehmt ihr einfach ein USB-Ladegerät, das könnt ihr von eurem Smartphone oder was auch immer nehmen. Es sollte mindestens 1 Ampere Leistung haben. Oder alternativ kann man auch hier so eine Powerbank verwenden. Ich zeige es euch einfach mal. Ich stecke jetzt hier mein USB-A einfach in diese Powerstation oder Powerbank hinein. Und das USB-C-Kabel hier oben in die Kamera. Somit könnte man quasi die Kamera auch fremd mit Strom versorgen. Jetzt kommen wir zum Einschalten der Kamera. Wie gesagt, in der Regel ist der Akku geladen. Ich zeige es euch einfach mal, indem ich hier die Stromversorgung abmache. Und hier oben haben wir einen kleinen On-Off-Schalter. Mit diesem können wir die Kamera in Betrieb setzen. Wir schließen jetzt wieder hier diese Kunststoffabdeckung und wir sehen, dass die Kamera sofort loslegt. Um die Kamera zu konfigurieren, braucht ihr eigentlich nichts weiteres als euer Smartphone und die Forcam App. Die Forcam App ladet ihr euch einfach im Play Store herunter, installiert diese und meldet euch dort einfach an. Die Forcam App ist im Prinzip so einfach zu bedienen, dass ich sie hier mal nicht weiter erklären möchte. Aber wir schauen einfach mal auf die App und installieren oder richten quasi die Kamera mal schnell ein. Wie ihr hier schon in meiner App-Oberfläche seht, habe ich mehrere Forcam-Kameras schon installiert und möchte jetzt hier diese Kamera neu hinzufügen. Hierfür klicken wir kurz auf das Plus-Symbol. Hier klicken wir auf Kamera hinzufügen
und folgen einfach den Bildschirmanweisungen und kommen nun hier in den Verbindungsmodus. Hier gibt es verschiedene Möglichkeiten, die Kamera mit dem Internet oder mit eurem Smartphone zu koppeln. Wir können den QR-Code scannen, wir können im WLAN suchen, das wäre, wenn die Kamera schon verbunden wäre. Oder wir haben andere Möglichkeiten wie manuelle Eingabe. Wir versuchen erstmal die Verbindung über den QR-Code. Der QR-Code ist in der Regel irgendwo auf der Kamera aufgedruckt. Bei mir hier auf der Unterseite. Hier klickt ihr auf Scannen, lasst die Kamera zu und scannt einfach den QR-Code auf der Kamera. Auch hier folgen wir einfach den Bildschirmanweisungen und koppeln somit die Kamera mit dem Smartphone. Wichtig, sollte die Kamera schon in irgendeiner Form mal gekoppelt gewesen sein, habt ihr auf der Rückseite der Kamera hier einen Reset-Knopf. Wenn ihr den für eine längere Zeit drückt, könnt ihr die Kamera zurücksetzen und neu mit eurer App koppeln. Ganz wichtig bei Forcam-Kameras, diese Kameras sind benutzerbezogen. Das heißt, wenn diese Kamera erstmal mit einem Benutzerkonto verknüpft ist, kann sie nicht mit einem anderen Benutzerkonto verknüpft werden. Das ist eine sehr wichtige Eigenschaft. Sollte die Kamera gestohlen werden oder in irgendeiner Form jemand versuchen, diese Kamera zu manipulieren, so kann er diese nicht mit seiner Forcam-App verknüpfen und somit nicht auf eure Daten zugreifen. Nur das so am Rande. So, wir bestätigen hier, dass die rote LED blinkt. Diese LED befindet sich hier oben in der Kamera und klicken auf Weiter. Wir lassen den Standortzugriff zu und verbinden nun die Kamera mit dem Wi-Fi. Wichtig, verwendet hierzu bitte ein 2,4 GHz Wi-Fi, kein 5 GHz Wi-Fi. Sollte im Moment noch euer Smartphone wie hier meins mit einem 5 GHz Wi-Fi verbunden sein, ändert das bitte. Verbindet das Smartphone einfach mit dem Wi-Fi, was ihr für die Kamera nutzen wollt. Sind wir in unser WLAN-Netz gewechselt, was wir verwenden wollen, gebt ihr noch das Passwort ein. Jetzt generiert euer Smartphone einen QR-Code. Mit diesem QR-Code kann es die Daten direkt an die Kamera übertragen. Das machen wir einfach so und halten diesen QR-Code vor die Kamera. Wie ihr seht, hat die Kamera den QR-Code gescannt und konnte sich mit dem Netzwerk verbinden. Wichtig, dieser Schritt oder die Schritte, die ich euch jetzt hier gezeigt habe, sollten recht zügig durchgeführt werden. Wartet ihr zu lang, müsst ihr eventuell kurz nochmal die Kamera aus- und wieder einschalten, um die Konfiguration neu zu starten, denn die Kamera scannt nicht sehr lange nach dem QR-Code. Wie gesagt, die Kamera hat sich jetzt mit unserem Wi-Fi verbunden, also bestätigen wir das. Wie ihr seht, ist nun die Kamera hier einrichtungsbereit. Wir können nun die Kamera, wenn wir wollen, noch einem Raum hinzufügen. Das ist immer vom Vorteil. Mit einem Raum meinen wir eigentlich nur eine Region, wo die Kamera verwendet wird, sodass ihr die Kamera zuordnen könnt, zum Beispiel Wohnzimmer, Garten oder wo auch immer die Kamera installiert wird. Ich werde hier einfach mal einen Raum wählen, und zwar Garten. Hier kommen noch einige Hinweise, die könnt ihr euch nochmal durchlesen. Und jetzt müsste im Prinzip die Kamera schon startklar sein. Wir suchen hier in unserer Historie, ob wir die Kamera finden. Wie ihr seht, ist sie hier da. Ich klicke auf die Kamera drauf. Und jetzt müssen wir der Kamera aus Sicherheitsgründen hier ein neues Passwort vergeben. Wählt hier bitte ein starkes Passwort und verliert dieses bitte nicht, sonst müsst ihr eventuell die Kamera zurücksetzen und diese ganzen Schritte wiederholen. Ich vergebe jetzt hier einfach mal ein Passwort. Haben wir das Passwort übernommen, sehen wir, dass wir sofort auf die Kamera zugreifen können. Hier wird uns auch nochmal der Cloud-Service von Forcam angeboten. Somit könnt ihr dann dementsprechend auch zum Beispiel eure Aufzeichnungen in der Cloud speichern. Wichtig, wenn ihr die Kamera dann installiert oder jetzt auch die Bilder in die Cloud speichert, achtet bitte darauf, dass ihr nicht auf Nachbargrundstücken oder auf die Straße filmt. Achtet bitte auf die DSGVO, denn das könnte rechtlich zu Problemen führen. Nur dieser Hinweis am Rande. So, wir wollen jetzt hier die Cloud nicht nutzen, also klicke ich, ich brauche sie nicht. Wenn ihr sie abonnieren wollt, könnt ihr sie natürlich auch nutzen. Ein wichtiger Hinweis, die Cloud ist aber kostenpflichtig. So, wie ihr seht, haben wir jetzt hier einen direkten Zugriff auf die Kamera mit einer ganz leichten Zeitverzögerung. Und können nun hier mit der Kamera arbeiten. Die wichtigsten Punkte, die uns jetzt hier interessieren dürften, wären die Schwenkbarkeit der Kamera. Wir klicken hier auf dieses Symbol und hiermit seht ihr, können wir die Kamera dann dementsprechend bewegen. Als nächstes haben wir hier die Alarmierung. Hier können wir zum Beispiel die Sirene und das Licht verwenden. Das möchte ich euch auch mal zeigen. Wir haben nämlich hier zwei Lampen an der Kamera. Zum einen Infrarotlicht und ein ganz normales Standardlicht. So könnt ihr auch mal eine Region ausleuchten und nachts somit dementsprechend auch richtige, bunte, farbige Bilder erzeugen. Ich möchte es euch einfach mal zeigen. Das wäre die Standardbeleuchtung der Kamera. Die machen wir mal aus. Hier hätten wir die Sirene. Die können wir auch mal testen. Und hier könnt ihr dann dementsprechend auch die Lautstärke der Sirene
einstellen. Alle weiteren Symbole sind eigentlich selbsterklärend. Wir haben hier ein Kamerasymbol. Hier können wir sofort ein Foto schießen. Ein Telefonhörer, der ist von Vorteil, wenn ihr zum Beispiel die Kamera in eurem Eingangsbereich installiert oder irgendjemand ist vor der Kamera und ihr wollt mit dieser Person sprechen, klickt ihr auf die Nutzung des Mikrofons zustimmen und so könnt ihr dann quasi mit der Gegenstelle kommunizieren. Ich möchte das einfach mal probieren. Wir klicken jetzt hier auf Anrufen. Test, Test, Test. Ich mache das wieder mal aus, weil wir hier eine Rückkopplung haben. Wir sind zu nah an der Kamera dran. Aber ihr seht, so könnt ihr mit der Gegenstelle kommunizieren und natürlich auch die Gegenstelle hören. Dann haben wir hier das Kamerasymbol. Mit diesem können wir dann dementsprechend Aufzeichnungen starten oder stoppen. Und hier unter diesen drei Punkten können wir weitere Einstellungen vornehmen. Ich klicke hier einfach mal zum Beispiel auf Aktivitätserkennung. Diese schalten wir ein. Hiermit könnt ihr Aktivitäten vor der Kamera erkennen und natürlich melden. Die Foscam-App kann euch diese Aktivitäten auf das Smartphone schicken als Push-Nachricht und so seid ihr informiert, wenn zum Beispiel vor der Kamera irgendwas passiert. Wir haben hier oben die Aktivitätserkennung und natürlich auch die geräteseitige Personenerkennung. Das ist vom Vorteil, so haben wir eine direkte Personenerkennung, was natürlich dazu führt, dass die Kamera Personen von Objekten unterscheiden kann. Ist natürlich sinnvoll, wenn ihr zum Beispiel Bäume, Sträucher oder sowas vor der Kamera habt und ihr kennt es vielleicht, es kommt ein kleiner Sturm auf oder eine Windböe, dann wackeln diese manchmal und bei günstigen Kameras löst dann schon der Alarm aus. Hier haben wir dementsprechend geräteseitige Personenerkennung und haben diese Geschichte somit unterbunden. So, ihr seht, wir haben jetzt hier oben auch gleich einen kleinen Alarm ausgelöst. Ich bin nämlich hier vor der Kamera und jetzt kam auch gleich eine Alarmierung, ein menschlicher Körper vor der Kamera erkannt. Jetzt können wir noch die Intensität einstellen. Das müsst ihr selber herausfinden, was für eure Situation die beste Einstellung ist. Testet das einfach mal, lauft mal vor der Kamera herum, ob ihr eine hohe, mittlere oder sehr hohe Intensität einstellt. Somit könnt ihr dann austracken oder ausprobieren, wie oft die Push-Nachrichten kommen oder wie schnell sie kommen. Man muss vielleicht nicht alles gleich erkennen. Wenn zum Beispiel eine Person 5 oder 10 Meter von der Kamera weg ist, sollte sie vielleicht noch nicht einen Alarm schlagen. Wenn ihr das braucht, müsst ihr hier dementsprechend sehr hoch einstellen. Ich gehe jetzt einfach mal auf Mittel. Und dann natürlich ganz wichtig, wenn eine Person sich vor der Kamera bewegt, gibt es eine Alarmaufzeichnung. Wir haben ja die SD-Karte eingelegt, was also bedeutet, die Aufzeichnung kann auf die Karte erfolgen. Hier können wir auf Dauer Aufzeichnungen klicken und dann dynamische Aufzeichnungszeit. Hier wählt das System selber die Zeit oder feste Aufzeichnungszeit und ihr könnt ihr dann dementsprechend konfigurieren, 10 Sekunden oder was auch immer hier einstellt. Ich nehme die dynamische Aufzeichnungszeit. Eine weitere Funktion, hier solltet ihr allerdings überlegen, ob ihr diese wirklich nutzt, ist die Sirenenfunktion. Das macht Sinn, wenn ihr zum Beispiel einen Hinterhof oder einen Garten habt, wo eigentlich nie jemand herumläuft und hier soll vielleicht nochmal ein Alarm ausgelöst werden, wenn jemand durch das Kamerabild läuft. Hier klickt ihr dann dementsprechend die Sirenenverbindung ein und jetzt kann natürlich Alarm ausgelöst werden, wenn sich jemand vor der Kamera bewegt. Hier müsst ihr aber wirklich abwägen, ob ihr das braucht, denn es kann auch zu Fehlalarmierungen kommen. Und wenn dann die Kamera natürlich in einer bewohnten Gegend eingebaut ist, kann das relativ nervig sein. Schauen wir nochmal ganz schnell in die Einstellungen. Ihr habt ja gesehen, ich habe vorhin eine SD-Karte eingelegt. Hier wäre es natürlich sinnvoll, diese erstmal vorzubereiten. Es kann durchaus sein, dass die SD-Karte noch nicht formatiert ist. Hier müsst ihr diese erstmal formatieren oder vorbereiten. Wir klicken hier nochmal auf das Zahnradsymbol SD-Karten-Info. Ihr seht, meine Karte war ordnungsgemäß formatiert. Wenn ihr sie löschen wollt oder habt eine neue SD-Karte erworben, macht es aber Sinn, sie vielleicht nochmal im Vorfeld sauber zu formatieren, sodass sie auch ordnungsgemäß von der Kamera genutzt werden kann. Jetzt bin ich hier im Kamera-Hauptbildschirm und wir schauen mal, was jetzt passiert. Und ihr seht, dass wir sofort den Ton der Gegenstelle hören können. Ich habe den jetzt mal ausgestellt. Somit könnt ihr natürlich nicht nur das Bild von der Kamera aufzeichnen, sondern auch den Ton und auch schauen, was dann auf der Gegenstelle passiert und natürlich auch mit der Gegenstelle kommunizieren. So, jetzt ist die Kamera im Großen und Ganzen eingerichtet. Wir klicken mal auf die Kamera drauf. Jetzt können wir hier nochmal einige Grundeinstellungen vornehmen. Zum Beispiel sehen wir unten im Monitor das Lautsprechersymbol. So könnt ihr dementsprechend den Lautsprecher hier ausschalten. Somit hört ihr quasi nicht den Ton der Kamera, wenn er euch jetzt stört. Wir können die Qualität, die Aufzeichnungsqualität zwischen HD und QHD wechseln. Dann haben wir hier unten natürlich noch ein kleines Symbol, was den Ladezustand des Akkus anzeigt. Das ist vielleicht für euch auch sinnvoll. So seht ihr dann, dass der Akku geladen wird oder entladen wird oder wie viel Energie sich im Akku befindet. Wir haben ja im Moment das Solarpanel noch nicht angeschlossen. Ich habe jetzt hier meine Powerbank angeschlossen, aber ihr seht ja, der Akku ist eigentlich relativ voll. Wir haben natürlich an der Kamera auch einen Zeitstempel. Dieser Zeitstempel tut sich automatisch aktualisieren. Wenn die Kamera mit dem WLAN verbunden ist, stellt sich hier oben die Uhr automatisch
ein. Jetzt möchte ich mal mit euch die Kamera schnell an einem Ort installieren und mal schauen, wie gut sie auch über das Solarpanel versorgt werden kann. Hierzu aber eine wichtige Information. Ein Solarpanel benötigt natürlich Sonnenschein, um zu funktionieren. Das heißt, wählt bitte den Platz des Solarpanels so, dass es auch dementsprechend über Tag wenigstens hin und wieder mal oder für einige Stunden mit Sonne beschienen wird. Es darf auch nicht teilverschattet werden. Gerade bei Solarzellen ist das immer nicht gut, wenn zum Beispiel Teile der Solarzelle abgedeckt sind und beschattet sind und andere Teile eben nicht, dann kann die Solarzelle natürlich keinen Strom produzieren. Also hängt die Solarzelle vorzugsweise am besten Richtung Süden und richtet sie ungefähr so auf 30 Grad ein. Ein kleiner Zusatztipp: Wenn ihr die Kamera im Winter benutzt, würde ich das Solarpanel nahezu senkrecht stellen, sodass die Sonne so direkt drauf fallen kann, weil im Winter die Sonne ziemlich tief steht und im Sommer könnt ihr das Solarpanel höher kippen, so auf 30, 35 Grad. So ist es optimal in der Sonne ausgerichtet. Vermeidet dementsprechend Nutzzeiteninstallationen. Da könnte es sein, dass es nicht reicht, um die Kamera aufzuladen. So, und zu guter Letzt möchte ich mit euch auch nochmal einen kleinen Test der Kamera machen. Das heißt, ich möchte mit euch einfach mal mit der Kamera einige Aufnahmen machen. Ihr seht, ich befinde mich jetzt hier wieder im Innenraum, hier in meinem Studio, filme mich mit meiner Studiokamera. Den ISO-Wert an der Kamera habe ich so hoch wie möglich gedreht. Das interne Mikrofon meiner Kamera verwende ich auch. Warum? Weil ich einfach mal euch einen Vergleich zur Forcecam-Kamera zeigen möchte. Ich leuchte mich jetzt hier mit meinem Smartphone an, sodass ihr mich noch halbwegs sehen könnt. Das mache ich jetzt einfach mal weg und dann seht ihr, so dunkel ist es in etwa. Ich muss aber sagen, wir benutzen eine sehr gute Studiokamera und haben den ISO-Wert so hoch wie möglich geschraubt. So, und jetzt schalten wir mal auf die Forcecam-Kamera um. So, und hier seht ihr jetzt direkt das Video aus der Forcecam B4 hier im Innenraum bei vollkommener Dunkelheit oder so dunkel wie möglich. Habt ihr vorhin gesehen, wie dunkel es hier drin ist. Und hier das Videobild in Schwarz-Weiß, aufgezeichnet quasi mit der Infrarotbeleuchtung. So können wir dann bei Infrarotlicht dieses Bild erzeugen. Ihr hört auch den Ton, den ich hier auch gleich nebenbei mit aufzeichne. Jetzt können wir natürlich hier auch nochmal die Standardbeleuchtung mit einschalten. Dafür gehen wir in die App, klicken auf das kleine Mondsymbol und auf das Farbsymbol. Das heißt, hier wird die Standardbeleuchtung mit zugeschaltet und so habt ihr dann ein ja ordentliches Bild bei Nacht aufgezeichnet, ein Farbbild und können dann auch hier nochmal kontrollieren, ob alles in Ordnung ist. So, und hier seht ihr jetzt nochmal einige Testaufnahmen, das heißt, das wäre die Forcecam B4 bei optimalem Tageslicht. So haben wir natürlich optimale Lichtverhältnisse und hier könnt ihr auch nochmal den Ton und das Licht bei Tag hier von dieser Kamera sehen. So, und jetzt schauen wir uns die Kamera nochmal im Außenbereich bei Nacht an. Jetzt haben wir hier das Infrarotlicht eingeschaltet und jetzt die Standardbeleuchtung, sodass wir eine farbige Nachtsicht haben. Das wäre dann quasi die Bildqualität bei Nacht mit der Standardbeleuchtung. So, zu guter Letzt noch ein kleiner Zusatztipp. Man kann natürlich seine Forcecam-Kameras auch noch am PC verwalten. Dieses bringt einige Vorteile mit sich. Hierfür benötigt ihr eine Software, und zwar die Forcecam VMS. Hier gibt es auch noch dieses Kamerasuchtool von Forcecam, aber ihr braucht eigentlich nur die Forcecam VMS-Software. Hier habe ich diese mal geöffnet. Meldet euch hier bei dieser Software mit euren Account-Daten an. Und hier können wir zum Beispiel auch Geräte hinzufügen. Ihr seht, hier ist auch dieses Suchtool, was man hier auch separat nochmal herunterladen kann, installiert. Und hier seht ihr alle vorhandenen Kameras. Hier könnt ihr dann gezielt nach der Kamera suchen. Wenn ihr die Kamera hier nicht findet, gibt es natürlich auch noch eine andere Möglichkeit, die Kamera hinzuzufügen. Hierfür öffnet ihr nochmal eure Forcecam-App. Es gibt auch andere Möglichkeiten, das herauszufinden, aber das ist wahrscheinlich die schnellste Möglichkeit. Und ich blende es euch einfach mal ein. In der Forcecam-App öffnet ihr die entsprechende Kamera, klickt auf das Zahnrad-Symbol und geht auf Kamera-Info. Hier oben findet ihr alle wichtigen Daten zur Kamera, zum Beispiel auch die UID. Mit der UID könnt ihr die Kamera hier jetzt auch mit diesem Programm verbinden, wenn ihr sie zum Beispiel mit dem Suchtool nicht findet. Ich schaue nochmal, ob ich sie doch finde, und hier haben wir sie gefunden. Wenn wir sie nicht gefunden hätten, könnten wir ganz einfach Gerät hinzufügen klicken, manuelles hinzufügen und hier die UID eingeben. Ich habe sie aber jetzt hier in der Liste gehabt. Hier ist der Garten. Wir wählen sie aus, klicken auf Hinzufügen und ihr habt die Kamera hinzugefügt. Alternativ könnt ihr auch die Kamera gleich aus der Cloud importieren. Das heißt, ihr öffnet einfach das Programm nochmal VSM und meldet euch nicht lokal, sondern mit eurem direkten Account an. Somit habt ihr direkt den Zugriff auf alle verbundenen Kameras. Das kann ich ja auch nochmal probieren. Und ihr seht, nach dem Anmelden wird sofort Verbindung mit allen verfügbaren Kameras
aufgebaut. Ihr seht hier an der Seite eine kleine Übersicht all eurer Kameras. Und hier haben wir auch die Kamera im Garten. Sehen, dass diese mit dem Solarmodul verbunden ist und gerade geladen wird. Wir öffnen einfach mal die Kamera. Ihr seht sie hier drüben auf meinem Bildschirm im Splitscreen. Wir können diese auch mal direkt vergrößern. Hier sehen wir einen großen Ausschnitt. Und wir können natürlich auch alle wichtigen Einstellungen hier vornehmen. Hierfür klickt ihr auf das Einstellungssymbol und könnt hier den Punkt Einrichten wählen. Hier seht ihr, wie gesagt, alle wichtigen Einstellungen nochmal auf einen Blick. Denn ich bin der Meinung, die PC-Anwendung ist deutlich übersichtlicher als die App. Und bei manchen Kameras kann man hier sogar nochmal etwas mehr einstellen, als zum Beispiel in der Forcecam-App auf dem Smartphone. So, damit sind wir auch schon wieder am Ende des Videos zur Forcecam B4 angekommen. Hier nochmal ein herzliches Dankeschön an incovideo.de, die mir diese Kamera netterweise zum Testen und Ausprobieren zur Verfügung gestellt haben. Link zu der Kamera natürlich wie immer unten in der Videobeschreibung. Hat euch mein Video in irgendeiner Form gefallen oder weitergeholfen, würde ich euch natürlich um einen Daumen hoch bitten. Und wollt ihr noch mehr meiner Videos schauen? Kein Problem. Abonniert hier einfach meinen Kanal, denn Abonnieren auf YouTube ist natürlich kostenlos. Ich sage mit Tschüss, bis zum nächsten Mal. Euer Marc auf YouTube.